Hallo Leute, wir haben ja heute einen freien Tag und deswegen habe ich mich dazu entschieden, schon heute wieder weiterzuspielen mit Dust in Illusion Tale. Und ja, ich bin ja zuletzt nicht so wirklich weitergekommen und ich muss bestimmt hier irgendwie diese Bomben mitnehmen. Weiß aber auch gerade nicht, wo ich die hinfliegen lassen könnte. Was ist mit ihm? Kommt der jetzt oder kommt er nicht? Okay, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Es ist schön. Kommt alle zu mir. Ja, nee, ist klar. Okay, alle Feinde wieder natürlich auf einmal da, die ich schon 100.000 Mal besiegt habe. Das ist ein bisschen blöd. Wurde mir hier irgendwas angezeigt? Keine Ahnung. Meine Gesundheit ist natürlich jetzt total schlecht. Ist klar. Essen wir mal so ein Brathähnchen und ein Törtchen. Und das hier. Und dann haben wir es auch. Ja, hier konnte ich aber nicht weiter. Kann ich da oben rechts irgendwie noch lang? Nee, hier war nur ein Laden. Da kommen bestimmt noch Flugdinger. Was sagst du mir? Warum nach unten? Oh. Was soll mir das denn bringen, Fidget? Ja, aber was soll mir das denn bringen, Fidget? Fidget? Wo bringst du mich eigentlich hin? Oh, die Nerven. Fidget, wo soll ich hin? Das kann einfach nicht richtig sein. Kapiere ich nicht. Ich muss diese Bomben da oben irgendwie ja benutzen können. Es kann ja nicht sein, dass sie gar keinen Zweck erfüllen. Sonst würden die da oben nicht hängen und ich habe die bis jetzt noch nicht richtig einmal eingesetzt. Deswegen höre ich jetzt wieder mal nicht auf Fidget, sondern gehe nach oben. Ja, da ist eine Schatzkiste, die wir schon aufgemacht haben. Ja, danke schön. Ja, nee, ist klar, ihr seid auch wieder alle da, ihr Arschgeigen. So, ich nehme. Die muss ich doch jetzt mitnehmen können. Kommt mal mit, ihr Bombies. Ja, jetzt sind die aber kaputt gegangen. Die ganzen Gegner alleine nerven schon. Jetzt kommen wieder die nächsten Gegner. Dann. Ja, setzt er die Bomben ein. Total dämlich. Die will ich jetzt gar nicht einsetzen. Und ich hätte gerne die da auch. Ich hätte gern alle. Nicht nur eine. Ich habe nämlich das letzte Mal nur eine genommen. Ja, toll, Levelaufstieg. Aber meine Bomben sind wieder weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt mit. Komm, komm.
Noch mehr? Gut, dann mache ich die nämlich hier fertig. Nein, nicht die Bomben. Die dürfen doch jetzt nicht. Obwohl, jetzt sind hier ganz viele. Super. Toll. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Sind sie jetzt mitgekommen? Ja, sie sind mitgekommen. Das ist ja cool. So, komm. Und jetzt hier nach oben. Moment. Oh, Fidget, nerv nicht. Jawohl. Ja, cool. Jetzt habe ich hier so eine Notiz bekommen. Oh, ich muss echt mal leiser drehen bei dem Spiel auf dem Ohr, sonst rede ich auch immer zu laut. Jetzt bin ich hier oben. Es ist ja interessant. Jetzt habe ich hier auch Notizen und habe die immer so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Die sollte ich vielleicht auch mal lesen. Das mache ich jetzt mal. Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter. Es kann sein, dass ich jetzt nochmal mich wiederhole, aber ich habe es eh nicht mehr im Kopf, also lese ich alles nochmal vor, für den Fall, dass ich irgendwas vergessen habe. Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an dieses Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windstoß durchs Dorf und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen. Lange genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines... komme ich da jetzt rüber? Da, nee. Jetzt kriege ich da, hä? Steuerkreuz? Scrollen? Ah, okay. Wo war ich? Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen. Lange genug, dass ich entkommen konnte, wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Die Klippe. Die Worte sind nur schwer verständlich, aber es scheint zu sagen, reise hoch in den Norden, weit weg von diesem Ort. Warte auf den höchsten Gipfeln der Schwarzmoorberge auf die Seele, die einen roten Kristall birgt. Mhm. Reeds Kiste. Eine Kiste, genau das ist es. Es ist eine Kiste. Du kannst sie nicht öffnen. Schau nicht in die Kiste hinein. Mach die Kiste nicht auf. Du kannst dir die Kiste ansehen, aber das war's dann auch schon. Und das auch nur, wenn es dir hilft, sie zurückzubringen. Sie ist in der Nähe der Lagerhöhle in Aurora in ein Loch gefallen. Zweifellos wurde sie von dem gefunden, was auch immer dort unten in der Dunkelheit haust. Mhm. Sprung ins Leere. Sie jagten mich und ich lief 5, vielleicht 6 von ihnen, alle bis an die Zähne bewaffnet. Sie kamen schnell näher. Ich schaffte es bis zum Schützenpass, aber dank eines Pfeils in meinem Bein hatte sie mich bei der kopflosen Statue eingeholt. Ich war umzingelt, verzweifelt und sah keinen Ausweg. Also kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Schatz. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Das klingt ja fast so ein bisschen... wie so Tagebucheinträge oder so. Jemand, der hier halt war und... Ja, benutzen wir mal den Kampfkunststein, damit das hier auch nicht mehr so nervt. Machen wir mal auf Angriff wieder ein. Ja, bin ich zufrieden mit. Komme ich hier weiter? Ah. Aber ich glaube, ich brauche wieder Bomben. Und da ist ein Schlüssel. Geheimnisvolles Huhn. Was ist denn mit dem Huhn? Was wollt ihr mir sagen? Ist mir egal. Und das esse ich mal. Dann bin ich wieder bei gesundheitlich noch besser dran. Nein, ich bin runtergefallen. Kann ich mir noch ein paar Bombis holen nach oben? Damit der Weg da frei geht, weil hier ist ja Feuer. Hier darf ich nicht durch. Das haben wir das letzte Mal schon gemerkt. Nee. Ich gehe jetzt nicht mehr nach ganz hinten und hole mir die da. Es sei denn, ich muss und komme sonst nicht weiter. Aber erstmal probiere ich es dann so. Irgendwie muss ich doch hier weiterkommen. Kann ich das selber kaputt machen? Ja, ich kann es sogar selber kaputt machen. I can hear the water rushing below. Okay. You're not very subtle, but that wasn't half bad. Ein Huhn. Und der Schlüssel. Nee, da geht's nicht weiter. Oh, jetzt bin ich wieder voll runtergeknallt. Ich verstehe das vom Fidget nicht. Oh oh. Ja, macht mal hier Radau. Genau. Macht die Leute platt. Finde ich gut. Da oben.
Ja, noch ein Platt gemacht. Finde ich gut, finde ich gut. Oh Gott, ich darf bei dem Riesen aber nicht sterben. Echt nicht. Kannst du hier nicht mal richtig stampfen? Damit der Boden runterknallt und dann so, wisst ihr? Vielleicht ist das ja der Weg. Hm. Wie sieht's denn aus mit der Karte? Wo sind wir denn eigentlich gerade? Okay. Kann ich hier denn irgendwie... Nö, kann ich nicht. Hier beim Wasser vielleicht? Bringt mir auch nicht viel, ne? Hm. Schade. Gut, dann... Dann hier vielleicht einschlagen? Auch nicht. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich mit Bomben hier weiterkomme oder nicht. Ja, und die sind auch natürlich wieder alle da, meine Freunde. Ach so, hier kann ich jetzt durch. Kannst du da hinter mir auch bitte aufhören zu nerven? Dankeschön. Ja, cool, wir kommen weiter. Finde ich gut. Auch den Riesen habe ich besiegt. Habe ich geschafft. Och, Leute, nervt mal nicht hier. So, sie sagt natürlich die ganze Zeit, ich soll runter. Obwohl ich froh bin, dass ich überhaupt hochgekommen bin auf dieser Seite. Hier müsste ja jetzt demnächst auch der andere Riese kommen. Da ist er schon. Hits. Na Gott sei Dank. Nichts passiert. Gut, dass ich langsam weiß, wie man blockt. So kriege ich die Riesen jetzt auch in 0, nix immerhin. Und ein Speicherplatz. Und wir sind in Grubenheim. Das klingt ja auch interessant. Ja, wir speichern natürlich. Finde ich super. Müssen wir bei ihm überhaupt wieder handeln? Ich weiß nicht. Ja, du stehst zu Diensten. Ich weiß. Törtchen hatten wir, glaube ich, nicht so viel. Da könnte ich nochmal 2 von holen. Ach, Sushi. Lecker Sushi. Ich liebe Sushi. Aber halt nur so mit Lachs oder so. Jetzt nicht mit rohem Fisch. Total. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal... Doch, habe ich, glaube ich, schon mal richtiges Sushi gegessen. Aber wenn ich es selber zum Beispiel mache oder so, dann nehme ich halt immer Lachs und so. Tödliches Leckerei sieht weit besser aus, als sie schmeckt. Das Schlimme, sie sieht ziemlich übel aus. Mhm. Schmeckt am besten mit Marshmallows, heißer Kakao. Oh, ich glaube, ich habe Hunger. Deswegen gefällt mir gerade alles, was hier so ist. Nee, du... ist okay, dass ich da eigentlich im Laden war. Ich bin nur mit der Steuerung noch nicht so vertraut. Können wir uns denn mal irgendwie eine schöne Sache kaufen? Schmutziger Anhänger, verzogener Anhänger? Dass wir uns mal irgendwas Gutes gönnen? Und nicht so ein Mist? Weiß nicht. Mein Vorrat 1. Davon habe ich gar nichts. Borkenhemd brauche ich, glaube ich, auch nicht. Schmutziger Ring. Ich habe, glaube ich, schon so einen guten. Ah, Schlüssel. Nee, die sind zu teuer. Das ist alles zu blöd. Teleporterstein. Stein, mit dem du dich einmalig von einem Speichermonument... Ach, das holen wir uns doch mal. Und dann gehen wir in den Verkaufsmodus. Und verkaufen davon nochmal was. Und davon was. Und so von allem wie immer etwas. Wir haben ja hier anscheinend genug. Auch von diesen Flaschen habe ich genug. Wir bedienen ihn richtig mit dem ganzen Zeug.
neues Material katalogisiert, schwieriges Wort. So. Das hatte ich ihm auch noch nicht gegeben. Gut. Your transaction is most, ja, ich freue mich auch. Mit Ausrüstung muss ich dann noch mal gucken. Oh. Ich dachte schon, ich kann hier nicht durch. I really don't like the look of this. Oh. We've made it this far, Fidget. Stay close to me and you'll be fine. What do you see, Yara? Anything? Another enemy stands before you. But this one. What is it, Aura? Such hatred. Be careful, Dust. Okay. Ich werde aufpassen. Ich werde vorsichtig sein. Ich habe ein bisschen Angst. Die anderen Gegner kann man schon einschätzen. Hier ist wieder so eine Leiche oder so. Was? Ich soll da oben hin? Unten hin. Na gut. Oh oh. So, you've come. What have you done? You murdered all these innocent people. Oh, ist das ein Bossgegner jetzt oder so? Oh oh. You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Oh, 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 oh. I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. Ja, Mann, Dust. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fuse was victorious. Now die! Ooh-ha, okay. Ah, ich darf nicht ins Feuer. Uah, ich darf nicht ins Feuer. Okay. Wo ist er? Komm runter. Komm her, wo bist du? Wo bist du, du Arsch? Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig, Junge. Wo bist du? Komm her. Ich nehme noch mal ein bisschen was hier zwischen die Beißer zwischendurch. Und dann habe ich ihn doch gleich. Oder wo bist du, du Penner? Geht doch. Gott sei Dank war der jetzt nicht so schlimm. The lights of Elysium shine upon me. But can they reach the darkness within you? I have come to my end. What are you? Among the last of a dying breed, a once proud race, extinguished by your hands. My hands? You and your warm-blooded kin, we moonbloods were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family.
I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt. It is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind. Our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it! He knew I was Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Gaius. Mission aktualisiert, Staub zu Staub. Das war ja jetzt sehr interessant. Ja, ich bin gespannt, was wir noch so über die Vergangenheit von Dust erfahren können. Dust, during the battle, I was studying Fuse's attacks. I think I might have picked up on his technique. Ah, cool. I've got a feeling we'll need it. Those monsters likely won't let us leave without a fight. Ja, das denke ich auch. Fidget hat einen neuen Geschosstyp erhalten. Drück RB, um zwischen Fidgets verfügbaren Geschossen umzuschalten. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, weil... Ah! Das war jetzt... Okay, sie hat irgendwie nichts mehr, keine Ahnung. Das muss ich nochmal üben. Ah. My monsters. Ja. What's the problem? Well, Fuse did say they were his children. Ja, komisch. Children or not, they don't look all that happy to see us. Hey, Ugly! Are you gonna play nice? There's just no please in some people. Ein Versuch war's wert. It was a valiant effort, Fidget. Hey. Cool mit dem Feuerdingern jetzt, die sie machen kann. Auch ein Schlüssel. Cool. Yay, Schlüssel. Kann ich hier rauf? Nee, aber ich kann bestimmt nach links. Brücke. Wo bin ich hier jetzt? Nein! Hat mir wehgetan. Okay. Nee, hier will ich nicht hin. Was blubbert denn da so? Irgendwas hat geblubbert. Okay, sie hat irgendwie nichts mehr von Mana oder wie auch immer. Dann werde ich hier mal speichern. Ja, speichern wir hier einfach mal an der Stelle. Und dann würde ich sagen, laufe ich einfach mal zurück. Und wenn irgendwas Besonderes passiert, dann
schalte ich wieder zu und das seht ihr dann im nächsten Part von Dust Illusion Tale. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!